Hallo Leute und willkommen zurück zu The Whispered World. Es ist jetzt 10:01 Uhr und das hier wird heute höchstwahrscheinlich als zweites Video kommen. Und ich habe mal noch ein bisschen weitergelesen gehabt. Bedeutet das hier, also hier ist Wand, da ist Wand und da ist auch Wand. Und in der Mitte soll er etwas finden. Irgendetwas an dieser Wand kommt mir seltsam vor. Aber hier ist nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Moment mal, hier ist tatsächlich eine Art Geheimgang. Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich... Oh, lol. Was eine optische Täuschung. Und ein Ventil. So, dann haben wir schon mal 3 von 4. Ich weiß auch, wo das letzte ist. Das können wir auch machen. Aber dann kommen wir immer noch nicht ganz weg. Denn dann müssen wir doch ein bisschen mit diesen Drehscheiben rumspielen. Und zwar auch wieder sowas, wo ich nicht drauf gekommen wäre. Und los, Spot. Dein Typ ist gefragt. Warte, ich mach nur kurz die Tür zu. Soll ja nicht gleich ganz Askelia den Rauch sehen. Bevor ich hier an einer Rauchvergiftung sterbe. Und wir haben ein weiteres Ventil. Yay. So, und jetzt ist das letzt verbleibende Problem, dass die Anzeige zwar voll ist. Ah, das Ding läuft auch. Die Anzeige steht ganz oben. Jetzt müsste der Mechanismus funktionieren. Ein komplizierter Mechanismus, der außerdem außer Reichweite ist. Na super. Jetzt tun sich die Probleme schon gegen mich zusammen. Okay. Und jetzt kann ich hier rein? Ah ja. So, wir müssen hier irgendwie drehen. Ich glaube, wir sind aktuell noch auf normal. Ich drehe jetzt einfach zweimal. Sie ist verschlossen. So, wir schauen mal, ob jetzt der Raum komplett gewendet ist unten. Hoffentlich ist er nicht falsch gedreht. Denn wenn alles richtig ist, kann ich von da oben aus auch diesen Raum hier unten verdrehen. Ah, das Fenster ist tatsächlich zu. Nee, das Fenster ist ganz zu. Okay, also noch einmal. Sie ist verschlossen. So, das stimmt immer noch. Ah, so geht's auch schneller. Und wir können zum Fenster reinschauen. Hoffentlich ist es richtig. Wenn nicht, dann muss ich nochmal laufen. Und dann sind wir auch bald schon raus hier. Ah ja, doch, ich bin hier drüben. So, und jetzt? Ja, so könnte das klappen. Noch ist nicht alles im Eimer.
Okay, also muss ich es da nochmal umändern. Sie ist verschlossen. Ah, das war's auch schon, oder? So, und jetzt erneut Eimer mit Gabelding. Noch ist nicht alles im Eimer. Noch nicht glauben, dass es mir gelungen ist, ihnen zu entkommen. Corona. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Jetzt sieht's auf einmal wieder weiter weg aus. Da unten wohnen die Askil. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es mir gelungen ist, ihnen zu entkommen. Mir wird ganz schwummerig, wenn ich bedenke, dass ich damit gefahren bin. Ich fahre da bestimmt nicht wieder runter. Ich bin heidenfroh, dass ich den Askil entkommen konnte. Ich verkneife mir lieber jede spöttische Bemerkung. Immerhin haben sich Steine auf meiner Reise doch erstaunlich oft als nützlich erwiesen. Hier sieht es immerhin wieder schön aus. Ah ja. Das sieht nicht nach einer sonderlich vertrauenserweckenden Route aus. Das ist doch schon wieder Opas Hose. Wie ist die denn hierher gekommen? Hey, lass die Finger von meiner Wäsche! Hey, lass die Finger von meiner Wäsche! Hier wächst wohl gar nichts. Hey! War das etwa eine Anspielung auf meine Größe? Verdammt, es war keine. Nicht mal das habe ich mehr drauf. Die Vögel scheinen sich da recht wohl zu fühlen. Es könnte sich als schwierig erweisen, sie vom Beet zu vertreiben. Schusch! Wäre ja auch was ganz Neues, wenn mal irgendwer auf mich hören würde. Ein schäbiger Typ. Heda! Stopp! Anhalten, Gesindel! Keinen halben Schritt weiter! Kannst du mir helfen? Kommt drauf an. Wobei denn? Ich muss dringend nach Corona. Nach Corona? Vergiss es. Der Zug fährt nicht mehr. Ein Zug? Was für ein Zug? Ich sagte, vergiss es. Die Gleise wurden stillgelegt. Such dir einen anderen Weg. Welche anderen Wege nach Corona gibt es denn noch? Tja, genau genommen war der Zug der einzige Weg. Aber ich sagte schon, er fährt nicht mehr.
Die Askel sind mir auf den Fersen. Die Askel sollen ruhig kommen. Ich bin darauf vorbereitet. Du hast mit deinem Leben abgeschlossen? Nein, Trickfallen aufgestellt. Ich werde die Welt zerstören. Tja, das will ich auch. Na und? Wenn du mein Rat willst, Posaun ist nicht überall herum. Die Leute reagieren nicht so gut darauf. Ich bin ständig gezwungen, mich mit überdrehten Schwachköpfen zu unterhalten. Wirklich? Mir passiert das eher selten. Und in dieser Woche ist es sogar das erste Mal. Alles ist furchtbar. Die Askel wollen Corona angreifen, die Welt wird untergehen und ich bin an allem schuld. Mann, bist du ein Jammerlappen. Wenn ich deine Welt wäre, würde ich auch lieber untergehen. So viel ist mal sicher. Du kannst mir nicht helfen. Niemand kann das. Das glaube ich allerdings auch, so wie du rumläufst. Also, ist noch was? Du versperrst mir die Sicht auf meinen Lieblingsbaum. Ah, den werden wir auf jeden Fall noch hacken. Es gibt einen Zug? Hörst du nicht zu, oder was? Ich sagte, es gibt keinen Zug. Die Lok steht zwar noch oben, aber sie fährt schon lange nicht mehr. Darf ich mir die Lok mal angucken? Na, hör mal. Ich bin doch kein Museum. Ich sagte, es gibt keinen Zug. Obwohl die Idee nicht schlecht ist. Ich frage mich, wie viel man für den Eintritt verlangen könnte. Wie bist du an diese Hose da drüben gekommen? Das ist tatsächlich eine komische Geschichte und etwas peinlich. Ich werde die Wahrheit wohl mit ins Grab nehmen. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon was. Ja, aber der Eintritt. Käme man bei sowas überhaupt auf seine Kosten? Ich weiß nicht so recht. Ein Goldstück hätte ich dafür unter Umständen schon übrig. So wenig nur? Für einen Besuch in Maurice Majestätischem Eisenbahnmuseum? Das muss doch mehr wert sein. Also mehr als 5 Silberlinge wäre mir das nicht wert. So wenig nur? Nein. Dann kommt das nicht in Frage. 5 lumpige Silberlinge. Dafür könnte ich mir ja nicht einmal neue Abreißkarten kaufen. Für sowas Tolles würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Im Ernst? Du glaubst, die Leute würden so viel bezahlen, nur um eine ausrangierte Lok zu sehen? Es ist ja nicht irgendeine Lok. Sie fuhr immerhin nach Corona, nicht wahr? Es ist eine königliche Lok. Königlich? Das hieße ja, dass ich die ganze Zeit auf einer Goldgrube gesessen habe. Und du hast es nicht einmal gemerkt. Wie konnte ich nur so blind sein? Zum Glück hast du am Ende doch noch einen unfehlbaren Geschäftssinn bewiesen. Das kannst du aber laut sagen. Ich hätte ja fast die Chance meines Lebens verpasst. Kommt her, ihr Leute von fern und nah. Ab heute hat Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum geöffnet. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar. Das macht 10 Goldstücke. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt. Eigentlich habe ich überhaupt kein Geld bei mir. Dann verzieh dich! Du blockierst den Eingang für die anderen Kunden. Und? Wie läuft das Museum? Es war noch kein einziger Besucher da. Was mache ich nur falsch? Ich hätte da ein paar Ideen, was man verbessern könnte. Ach ja? Und warum sollte ich auf dich hören? Es ist ja nicht so, als wärst du mein Berater. Du könntest mich ja als Berater engagieren. Warum eigentlich nicht? Na gut, du bekommst 1 Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Also leg los, was empfiehlst du mir? Vielleicht liegt es an den schlecht gelaunten Mitarbeitern. Glaubst du? Wenn ich mir dich so angucke, wahrscheinlich hast du recht. Du siehst aus, als wäre dir eine Maus über die Leber gelaufen. Du meinst eine Laus. Ich weiß, was ich gesagt habe. Was schlägst du vor? Du solltest einen Clown einstellen. Einen Clown? Bist du verrückt geworden? Hey, ich kenne deine Belegschaft zufällig ziemlich gut. Ich will dir ja keine Angst machen. Aber wenn die nicht bald ein wenig Aufmunterung bekommen, dann könnte es einen Streik geben. Einen Streik? Na gut, aber wo bekomme ich jetzt bloß einen Clown her? Du kannst den Job nicht selbst machen. Wieso? Bin ich zu klein? Klein? Wann soll ich anfangen? Am besten gleich. Super. Du bekommst 1 Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Alles klar. Jetzt sind wir schon bei 2 Goldstücken. Du solltest als erstes diesen schlecht gelaunten Geschäftsführer entlassen. Das geht nur 3 Monate zum Quartalsende. Ein Jammer. Du solltest einen Mitarbeiterrabatt einführen. Ein Mitarbeiterrabatt? Kommt nicht in Frage. Warum denn nicht? Sieh es mal so. Du machst deine Mitarbeiter glücklich und bekommst trotzdem Geld von ihnen. Was? Hey, du hast recht. Diese Trottel. Alles Idioten. Ja, okay, abgemacht. Mitarbeiter zahlen nur noch die Hälfte. Dann wären wir jetzt bei 5 und haben 2 von 5. Ach, die fangen sie schon wieder. Das denke ich auch. Ich werde einfach bei der nächsten Weihnachtsfeier eine motivierende Rede halten. Dann erledigt sich das Problem von ganz alleine.
Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ja, gut, das sehe ich ein. Leider kann ich hier nicht weg, um mich selbst darum zu kümmern. Ich muss die Kasse vor diebischen Mitarbeitern bewachen. Du könntest mich ja als Wäscheboy einstellen. Dann erledige ich das für dich. Eigentlich kommt mir das ein wenig übertrieben vor. Ich wäre sicherlich das einzige Museum in der Umgebung, das seinen eigenen Wäscheboy hat. Andererseits kann ich mich ja auch nicht um alles kümmern. Na gut, sei es drum. Du bist eingestellt. Du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Ich kann das gerade so gut auf eine Real-Life-Sache beziehen. Ich werde eine Person mal drauf ansprechen, sich das anzusehen. Du solltest den Namen ändern. Sollte ich das also? Unbedingt. Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum. Das klingt viel zu protzig. Was schlägst du vor? Mir gefällt Maurice Medium Museum. Weniger exklusiv. Aber vielleicht öffnet das mein Museum für einen neuen Kundenstamm. Maurice Medium Museum. Na gut, dann machen wir es eben so. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Du könntest die Preise senken. Ich glaube, du hast recht. Für einen Besuch im Maurice Medium Museum sind 8 Goldstücke wohl angemessen. Wenn wir jetzt die Hälfte zahlen müssen, dann heißt das doch nur noch 4, oder? Weil nochmal die Hälfte kann ich ja nicht nehmen. Also wären wir jetzt bei 4 und ich habe 3 Jobs. Du könntest die Preise noch weiter senken. Noch weiter? Na hör mal, Maurice Medium Museum ist seine 8 Goldstücke allemal wert. Du solltest den Namen ändern. Was denn? Schon wieder? Unbedingt, Maurice Medium Museum. Das hat kein Pep. Was schlägst du vor? Mehr als ein Maurice Mini-Museum sehe ich hier nicht. Mini-Museum? Soll das eine Anspielung sein? Glaub mir, die Menschen mögen kleine Sachen. Man wird dir die Bude einrennen. Okay. Der Name wird geändert. Aber dann kann auch die Wäsche wieder draußen hängen. Also entlasse ich den Wäscheboy. Das Gehalt wird eingezogen. Hast du noch so einen Tipp? Okay, halt. Du solltest den Namen ändern. Was denn? Maurice. Was schlägst du? Mir gefällt. Wenig. Na gut, hoffentlich hast du noch. Du solltest um. Es wird. Ja, ich muss. Du kannst erledigen. Ich will. Na gut, du bekommst aber erst. Gut. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Na gut. Das sehe ich ein. Aber was soll ich denn machen? Diese Mistviecher kommen einfach immer wieder. Es hilft nichts. Du musst einen Profi engagieren. Naja, na gut. Aber wo bekomme ich so jemanden her? Habe ich schon erwähnt, dass ich ein leidenschaftlicher Hobbygärtner bin? Ich könnte doch mal mein Glück versuchen. Du? Warum nicht? Oder siehst du hier noch jemanden? Ist ja schon gut. Wenn du es schaffst, die Vögel zu verscheuchen, bist du eingestellt. Als Gärtner bekommst du ein Goldstück am Tag. Aber wie gesagt, erst nach getaner Arbeit. Dann hätten wir 4 von 8. Nee, nicht sogar schon 5? Nee, 4. Brauchen wir denn aktuell 8? Ja, wir brauchen aktuell 8. Du könntest die... Noch was? Na hör, Maurice! Mir fällt nichts ein. Ha! Einen tollen Berater habe ich da. Du lässt dir lieber was einfallen oder ich streiche dir die Urlaubspauschale. Ich habe keine Zeit für Unterhaltung. Dafür redest du aber ziemlich viel. So, mal schauen, ob das schon funktioniert. Heda nochmal. Du schon wieder. Was soll das werden? Eine Belagerung? Was ist mit meiner Bezahlung? Mal sehen. Du bist mein Gärtner, aber du hast die Vögel noch nicht verscheucht. Darum gibt es für dich auch noch kein Geld. Du bist mein Berater. Du bist mein Clown. Und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 3 Goldstücke verdient. Ich bewahre das Geld für dich auf, bis du Feierabend hast. Okay, das mit Berater und Clown habe ich also schon mal geschafft, ja? Ach, er bewahrt es auf, bis ich Feierabend habe. Verdammt. Ich könnte das mit den Vögeln noch machen, dann hätte ich 4 von 8. Aber ich glaube, wenn ich auf Mini runterstelle, kann ich den Preis auf 3 Goldstücke bringen. Aber dann ist noch nicht Feierabend, oder? Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar! Das macht 8 Goldstücke! Ja!
Für dich? 4. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt. Aber könnte ich es nicht gegen mein Gehalt rechnen? Das ginge vielleicht. Aber erst mal sehen, wie viel du überhaupt schon verdient hast. Also, du bist mein Gärtner. Aber du hast die Warum? Du hast also bereits 3 Goldstücke verdient. Ja, das reicht wohl nicht ganz. Schade. Du wärst mein erster Kunde. Ich hätte einen weiteren Tipp. Immer raus damit. Immerhin bezahle ich dich dafür. Du solltest... Was denn? Unbedingt... Maurice. Was schlägst du? Mehr als... Man wird... Okay, der Name. Aber dann das Gehalt und die Wäsche. Und das Gehalt wird ebenfalls eingezogen. Hast du noch so einen Tipp? Halt, wirklich? Du könntest... Du solltest den Namen... Was denn? Unbedingt... Maurice. Was schlägst du? Mir gefällt... Na gut, hoffentlich. Hast du noch so einen Tipp? Du solltest um... Ja, gut. Leider, ich muss die... Du könntest mich dann erledigen. Ich will daran. Na gut, du bekommst aber erst... Diese Füße... Aber wie... Es hin... Na ja. Hab ich schon... Ich könnte doch... Du bist ja schon, wenn du es schaffst, als Gabe... Wie... Mir fällt nicht... Du lässt... Ich habe keine Zeit für Unterhaltung. Dafür redest du aber ziemlich viel. Okay. Ah, aber ich hätte eine Idee. Wir könnten eventuell eine Vogelscheuche bauen. Die Kürbisernte wird dieses Jahr wohl ziemlich dürftig ausfallen. Zugegeben, Steine haben sich bereits mehrfach als nützlich erwiesen, aber irgendwo ist auch mal Schluss. Opas Hose ist stonewashed. In diesem Spiel gibt es Gott sei Dank kein Zen-Garten-Rätsel. Oh, dann eine Anspielung auf Edna bricht aus. Na gut, aber das war's dann erstmal mit dem Part. Und ich glaube, wir müssen eine Vogelscheuche bauen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber wir gucken mal. Also danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.